Hallo, herzlich willkommen meine Panther und Pantherfreunde zum weiteren Folge von World of Tanks. Und diesmal bin ich wieder in der Garage, wie auch immer. Wie immer beim Anfang bin ich in meiner Garage. Und ich hoffe, ja, auf jeden Fall will ich euch sehr gerne sehr fest bedanken dafür. Für die 40 Abonnenten und es ist einfach unglaublich, Leute. Ich habe wirklich 40 Abonnenten sicher und das bedanke ich allein nur euch. Nur euch alleine. Kann euch bedanken. Ich habe das keine Ahnung, ob ich die 40 Abonnenten verdient habe oder nicht verdient habe. Aber auf jeden Fall mache ich dann für euch einen Animationsfilm, der 3 Minuten dauern wird. Und ja, halt noch in der Bearbeitung. Es dauert wirklich 3 Minuten lang und da halt da meine Stimme vorproduziere und dann halt die noch unten der Einblendung, die Stimme eingeblendet, den Song und es wird sehr viel sein, immer wieder die Bewegung nachzuahmen, genau richtige Stimme, Richmode und so weiter. Auf jeden Fall Flugmeter gelabert. Ich bin leider, ja, der Kollege war gerade online und der ist gleich offline, dann auch war ich dann Internet abgekackt. Kein Wunder, der kommt aus einem anderen Ende der Welt her. Puh. Auf dem Fall bin ich mit meinem A20, den rustigen Panther aus dem Jahr 1942 oder keine Ahnung, auf dem Fall bin ich nicht sicher. Auf dem Fall ja mit einem cooler Panther und ja, und ich habe dann auch Google Plus ein cooles Bild hochgeladen und das werde auch hier einblenden jetzt. Ja, ein richtig cooles Bild habe ich auch ich selber gemacht und haben auch meine Kollegen mit dabei heute. Ja, ich habe keine richtigen Freunde. Ja, wie auch immer. Wir brauchen ein bisschen Freunde, weil ich einen eigenen Kanal selber leiten kann. Und mir hat gerade mein Song schon nicht so laut. Und Stellung. Muss ich mich hier wieder laut machen. Und ich habe ein Maschinengewehr drinnen. Das habt ihr noch nicht gesehen. Ich habe das den Panther. Oh Gott. Konnte dann, aber das Nachladen braucht wohl lange. Ich brauche 100 Jahre, bis ich nachgeladen habe. Ich kann nur einmal abfeuern, dann kann ich. Boah. Ja, und ich bin kein Ritter, richtiger Ritter. Ich mache auch gerne sehr viel Reden dabei und ich merke gerade, ich baue gerade nur Scheiße hier. Ich bin nie ein richtiger Fahrer gewesen, werde auch nicht sein. Und ich werde sicher 100% jetzt drauf gehen. 100%. Ich kann mal meine Kanone richtig drehen. Und ich renne hier mal wieder. Gut, mein Rohr da drüben. Na super. Also hier kein guter Platz für mich. Oder wenn meine Kollegen haben die Idee, alleine schaffen wir. Warte, vielleicht haben den von hier aus erwischen. Kein Wunder, der ist 5. Stufe. Der hat auch einen guten Panther. Ist, und ich backle alles herum. Und ich habe leider Löcher gewesen. Super. Juhu, und der Lille. Oh, ich habe cool bekommen, weil ich 319 Treffer gemacht habe. Ich habe Löcher bekommen. Wow. Oh, und da ist einer wieder online gekommen. Sorry, kann nicht. Ruckelt.
Keim. Problem. Ich mache die allein jetzt. Wie lange schon? 6 Minuten. Seit 6 Minuten. Ah, der ist weg. Ah, da, der arme Bro. Da kann ich mitmachen, weil dein Internet offenbar durch das ruckelt. Oh ja, wir haben ja gerade den 20.01.2017. Es ist gerade 17 Uhr geworden. Und es ist schon jetzt dunkel schon da draußen. Ah, nee. Bin ich der Einzige? Ach, wann ist hier? Ah, Mann. Die alle haben so guten Panther. Wir haben nur einen Panther, einen A1. Mann. Mann, manchmal, das ist ja die Map. Boah. Ich habe 100 Jahre gebraucht, bis ich nachgekommen bin. Das ist die Map. Tatsächlich. Vorhin habe ich ja die Leben vor der Aufnahme, haben tatsächlich erneut Update rausgekommen. Und war schon jetzt von hier der ganze Bahnhof komplett neu gemacht worden. Denn die ganze Map hier ist komplett neu gebaut worden, als wäre noch nie ein Krieg gewesen und so in der Art. Und ich, ja, hatte also, ruckelt ein bisschen nicht dahin. Hier wird also das Schlachtfeld sein. Seite. Das ist der Mann, das ist der KV1, der ist richtig stark und der ist der nächste Teil hin. Er hat eine kaputte Kette, kaputten Motor. Mann, der ist doch da, der rote Panther. Muss nachts und danach und der KV1. Wie ich den freistalten kann überhaupt, der KV1. Ich weiß mal, welches Land überhaupt der KV1 ist. Überhaupt. Deiner Tod. Und der Lücke wieder. Wow! Okay. Jetzt eint den eint. Wie wissen, wo der andere ist. Aber ich kann richtig cool machen, wie die alle Sachen hier neu gemacht worden sind. Wie die Waggone und die Lokomotiven. Die richtig coole Map geworden. Oh, da hinten. Vierte Stufe. Offenbar können wir doch gewinnen. Weil er die vierte Stufe und der grüne hier, den unteren, der hat fünfte Stufe, können wir sicher gewinnen. Oh, Mauer.
habe ich ein kleiner, vierte Stufe, ein Loot. Irgendwie hört man die Eisenbahn rufen noch. Da drüben. Oh, 151 Fahren hatten wir mal. Und gewinnen offenbar. Wohl so nachschauen. Oh, jetzt hat der sich ja angemacht bei den Hühnern. Ich werde der blau. Oder? Oh! Wow! Wow! Aber werden wir Weltkohle verlieren? Ja, ich verliere Kohle. Ja, ich dachte mir schon. Warte, ich dachte mir, muss man unter dem Panther, sondern unter K. K. Wie hat der denn nochmal? Nein, das war dann nicht. KV1. Was ist der? Nee, schaut uns so aus. Das ist doch ein der gewesen, oder? Der KV1, das war ein anderer, glaube ich. Bin nicht mehr sicher. Alter, und Amerika ist der nicht. Dann die Deutschen. KV1, was heißt der? Bin nicht mehr sicher. Na. Ich kann nur von den Russen gewesen sein, die der KV1. Alter, das wäre richtig schwierig, alle freizustalten. Ich hab dann mal den Panther da unten schon freizustalten. Ich könnte ihn jetzt schon nehmen. Moment, bin ich jetzt bei dem Panther hier. Wie dann kommt dann so ein Panther hier. Ja, und mir fällt gerade aus, wenn man genau das anschaut hier, das Schatten, der ist ein bisschen wenig zerbrat. Der schaut komisch aus. Aber da müssen noch die Macher, die vom World of Time, die Macher, noch ein bisschen dran arbeiten an dem einen Panther hier. Da ist ein kleiner Schattenproblem. Aber der hat auf jeden Fall coole Stacheln drauf. Wenn man einen Panther anrampelt, kann einem anderen das Leben abziehen und der ist cool. Auch die Ketten, wie die da so leicht rebellig sind. Der Mutter hat ja viel Power. Schutz hat er 23%, Feuertracht 19, Schutzkrankheit, Zielkrankheit oder keine Ahnung wie das, Bewegungslosigkeit 60%. Nicht übel, nicht übel. Und man hat keinen Motor freistalten dann, noch Kanonen, aber er hat kein Maschinengewehr, das ist das Problem. Ich möchte eine deutsche Panther mit richtig coolem Maschinengewehr dran. Das mache ich dann erleben. Und ich merke gerade, man kann da, weil ich den 5. Stufe erreicht habe, kann mir dann 3 aufwählen. 3 Wahlhaltern zum der zum Auswählen halt. Richtig cool. Einfach nur cool. Aber ein Schluss mit der Lava. Wir kämpfen. Wie ein Mann! Puh, wie lange läuft es dann? 15 Minuten. Also, gleich danach werde ich diese hochladen und dann schauen wir mal, was ich danach noch mache. Einer und muss mein Amiaklung noch viel machen. Boah, was ich noch alles machen und dann muss ich noch essen. Ich habe im Moment ja richtig den Bärenhunger. Ich habe Lust auf Pizza zu essen. Ja. Kondom, lade. Daten zerschaden. Der heute im Balkon durch. Panzer. Der muss ich, oder was?
Mann, ich kann den nicht erwischen, der durchdachte mich. Super. Super, ich war ja sehr dumm. Ja. Unter die 2000. Nee. Ich brauche 5000 dafür, Seite. Für einen besseren Motor. Als der Tidon-Motor hat er dann viel mehr Leistung. Jupp. Mehr Leistung hat er dann. Auf jeden Fall werde ich danach ein bisschen darum spielen noch. Oh, ich sehe gerade noch so ein Spiel. Ich hoffe, die Leute, Video hat euch gefallen. Da könnt ihr gerne eine super positive Bewertung da lassen. Ansonsten, hier ist mein Kanal. Hier der Link, und da könnt ihr mich gleich abonnieren und oder schaut besser in meinen Kanal dabei, und hier oben ist meine Playsheet, da könnt ihr immer wieder die alten Videos anschauen, und ich hoffe, ihr hat euch gefallen. Haut rein! Ciao!